Moin moin, herzlich willkommen liebe Zuschauer, Let's Play Landwirtschaftssimulator, neue Runde, neues Glück. Passt das eigentlich was? Doch ja, ich war gerade ein bisschen verwundert, wie das aussieht. Bräuchten eigentlich den hier, fahren wir zurück zum Hof. Überlegt, ob wir den dann vielleicht auch mal für die Ernte brauchen, ne? Zum Verdichten zum Beispiel, kriegt er ein Schild vorne, vielleicht kriegt er Zwillingsbereifung drauf, wenn es möglich ist und nicht zu teuer. Und ein Gewicht hinten, dass wir den zum Verdichten haben für die Maisernte. Denn ja, wahrscheinlich heute werden wir mit der Maisernte beginnen können. Und das wird uns wahrscheinlich das ganze Wochenende wieder verfolgen. Mais, Mais, Mais. Aber dieses Wochenende habe ich auch keine Zeit für Streamen. Ne? Also gibt es dafür nochmal ein bisschen LS Video. Stream erst wieder nächstes Wochenende. Vielleicht in der Woche. Mal gucken. Weiß noch nicht. Mal gucken. Ihr werdet sehen, ich werde es ankündigen. Rechtzeitig sonst, wann der nächste Stream stattfindet. So, Fortuna. Stellen wir erstmal hier irgendwo eine Halle ab. Wurde auch praktisch wäre in Zukunft zum Milchtransport, ne? Weil der große Kapazität hat. Der hat doppelt so viel Kapazität wie unser anderer. So, ich wollte den hier mit zupacken zu den langen. Ups. Bisschen schräg, ne? Jetzt versuchen wir das nochmal gerade. Ich glaube, den Dolly lassen wir aber da dran, der ist ja ganz praktisch. So. Mit Dolly. So lassen wir das ganze Gespann hier stehen. Wir haben noch keine Werkstatt oder so, ne? Also müssen wir tatsächlich noch zum Shop fahren. Ich weiß gar nicht, was kostet denn so eine alberne Werkstatt eigentlich? Ist sie teuer? Platzierbare Gebäude. Eine Werkstatt kostet 28.000, komm, die können wir uns gerade noch leisten. Da müssen wir nämlich nicht immer ganz dahin fahren. Dann können wir hier richtig schön ranpacken, finde ich, das passt gut. Dann können wir nämlich selbst an unserem Hof unsere Fahrzeuge umrüsten. Kühe wundern sich, gucken sich wahrscheinlich erstmal das neue Gebäude an jetzt. Ne? Sag mal. Reparieren könnten wir ihn, ja, hat noch fast keine Kosten. Fahrzeug konfigurieren, Taste R. So, konfigurieren. Radsetup, Breitreifen, Breitreifen plus Radgewichte, Zwillingsbereifung. Konfigurieren. Jo, so sieht er doch so aus, als könnte der gut für uns Silo verdichten. Aber wir sind noch gar nicht ganz fertig mit den letzten Vorbereitungen. Wir können noch gar nicht jetzt mit Mais anfangen. Denn wir müssen erstmal die Ballen einsammeln. Dafür brauchen wir einen LKW hier. Und der LKW, ach ja, und auch der Mais, Quatsch, der Düngerstreuer steht noch im Feld rum. Den müssen wir da auch nochmal runterkriegen. Wir müssen ein bisschen Lampen anmachen, ne, mit der Überbreite. Ja, das mit diesem Aufschieben, ne, ich glaube, ich werde es nicht machen. Ich werde es abkippen, rückwärts werden wir wieder selber abkippen, werden das selber ein bisschen aufschieben und nachher selber verdichten. Alles selbst. Ich mache das auch vorne ran. Im Crossplay-Helfer kann man es ja nur hinten ran machen. Wir haben aber gesehen beim letzten Mal, also da müsste ich mir noch viel mehr Videos angucken, wie es funktioniert, und ich glaube, es dauert länger, als wenn wir es einfach so machen. So, ist ein kleines Gewicht hinten nur dran, aber macht nichts, nicht ganz so schlimm. Lassen wir hier erstmal auf der Seite stehen, kommen wir später zu. Hä?
Hat er hier gar nicht gedüngt oder was? Oder ist das, hä? Wie ist das denn eigentlich? Haben wir Wachstum an wegen Gras? Ja, ne? Nicht, dass es verwelkt. Ja, ich glaube, wir haben auf jeden Fall, ist es gedüngt jetzt. Ich glaube nicht, dass wir es nochmal düngen müssen. Das ist wahrscheinlich, sieht man es jetzt nur nicht mehr im Boden, weil es noch eine Reifestufe weitergekommen ist. Bringen wir unseren Düngerstreuer mal nach Hause. Oder sollen wir den nochmal losschicken? Das macht, glaube ich, keinen Sinn. Das machen wir einfach, bevor wir irgendwas... Ne, er düngt nicht. Jetzt haben wir hier genug kaputt gefahren. Ja, fahren wir zurück zum Hof, dann brauchen wir noch unseren LKW vom... Der steht aktuell beim Hackschnitzelwerk. Oder eher gesagt beim Sägewerk da in der Ecke. Da können wir vielleicht noch ein bisschen Hackschnitzel aufnehmen und eine Ladung verkaufen. Und dann kommen wir hier hin, um einmal auszutauschen. Müssen wir die Ballen hier nochmal wegsammeln. So, der Düngerstreuer kommt hier rein. Hier haben wir noch gut Platz in der Halle. Wir haben noch Luft nach oben, was unser Fahrzeugfuhrpark angeht. Ja, guck, da ist auch schon wieder ein bisschen was. Ist auch voll aktuell. Wir müssten hier eigentlich mal ein bisschen Bretterpaletten wegorganisieren. Bevor wir in Mais gehen. Weil sonst natürlich hier die ganze Zeit nicht produziert wird. Ist auch blöd. Also fahren wir mit dem mal rüber. Stellen schon mal um auf Bretterpaletten unterwegs. So werden Bretterpaletten. Dann können wir noch 275.000 haben wir noch. Aber wartet ab, wir haben so viel Hopfen da reingebracht, dass wir die ganze Zeit noch Bier produziert. Vor allen Dingen Kisten, Bier. Ach, die Felder hier, es scheint so, als wären sie neu angepflanzt. Sonnenblumen hinten sind schön am Blühen. Einmal hier sich durchschlängeln. Ich glaube, ihr seht es auch kommen, ne? Wir kommen heute noch gar nicht zum Mais. Und lassen uns schon wieder zu sehr ablenken. Aber ich wollte gerne doch, dass die Holzbretterpaletten da wieder ins Arbeiten kommen. Das ist ja doch Geld die ganze Zeit, wenn die Fabriken hier stillstehen, haben wir ja, Stillstand sozusagen. Und so kriegen wir da wieder Holzpaletten, die wir vielleicht brauchen für die leeren Europaletten oder für Papierpaletten. Oder eben zum Direktverkaufen. Auch in Ordnung. Macht ja auch Geld. Dann können wir auch gucken, die Produktion arbeitet noch. Da sind auch noch zwei Leerpaletten. Die zwei Holzbretterpaletten hier nicht. Bei der leeren Europalettenfabrik. Da ist tatsächlich gerade nichts mehr. Da könnten wir also die ganz gut mal hinbringen. Die wir uns jetzt hier weg... Snacken. Zack, zack, zack. Nimm mit. Doch nicht nur den einen jetzt. Genau, so war es. Da steht doch alles im Weg hier gerade. So komme ich doch hier nicht wieder weg. Ich wollte sagen, es kann auch sein, dass wir sowieso gar nicht mehr so viel produzieren können. Denn ich glaube, so viel Holz haben wir gar nicht mehr im Sägewerk, dass da noch wieder groß was gemacht werden kann. Ja doch, springt noch wieder an. So, wollen wir nur einmal schnell das Ganze hier hinbringen. Taste Z, X und nochmal Z. Ne, erstmal nochmal wieder auf. Rechts und Z. So, da haben wir hier wieder ordentlich welche. Nein, falsche Art.
ist erstmal egal. Passt ja erstmal so. Wollen uns nicht zu sehr ablenken lassen, ne, liebe Leute. Ist so schon so viel vorbereitet. So, der ist voll. 118.000. Wo können wir denn Hackschnitzel aktuell gut verkaufen? Heizkraftwerk ist das Beste. Ja, wollen wir nochmal ein bisschen Geld verdienen heute. Heizkraftwerk braucht Hackschnitzel. Du solltest auch welche kriegen, ne? Ganz einfach. Warte, wir sind so nah dran. Er würde so nicht produzieren, weil wir im Trigger stehen mit dem. So ist wieder grün. So, Papierpaletten werden weiter produziert. Europaletten können jetzt wieder produziert werden. Ein paar Bretterpaletten werden produziert. Eigentlich produzieren wir deshalb alles, ne? Außer Mehl und Brot und Zucker. Alle anderen Palettensorten werden von uns aktuell hergestellt. Ja, machen wir mal eine kleine Innenansicht-Überführungsfahrt Richtung Heizkraftwerk. Freuen uns nochmal schön, wie reif unser Maisfeld hier vorne ist. Unser neues, erstes, gekauftes Feld nach 160, 150 Folgen auf der nordfriesischen Marschmap. Aber unser Fuhrpark, unseren Fuhrpark haben wir tatsächlich schon ganz gut erweitert. Hätten wir jetzt nicht schon zwei Mähdrescher und einen Häcksler gekauft sozusagen, sondern irgendwie immer noch mit einem Mähdrescher am Arbeiten. Und immer schön nur irgendwie auf Raps und verkaufen und nichts weiter produzieren. Dann wären wir vielleicht schon ein bisschen weiter. So, zum Heizkraftwerk. Danach können wir dann die Trailer hier abstellen. Ups, ein bisschen eng rumgefahren, ne? Wir sehen schon am Zaun da im Rückspiegel. Okay. Wieder raus. Ich glaube, wir schon was sehen. Und Hackschnitzel verkaufen. Zumindest machen wir mal wieder ein bisschen Geld. Kriegen wir die 300.000 wieder voll. $315, $320, $325, $330. Immerhin. Auch Hackschnitzel verkaufen zwischendurch mal lohnt sich. Ja, ab direkt zum Hof mit dem. Fahren wir über die BGA als Abkürzung. Sparen wir uns den kleinen Knick. Und wollen wir mal anfangen, hier Silo wieder voll zu machen. Ich würde sagen, wir nehmen auch wieder das mittlere Silo. Dann können wir nachher entweder arbeiten wir mit Förderbändern, wobei ich ja kein Freund mehr davon bin, weil da ein bisschen Verschwendung auch immer dabei ist, sondern wir arbeiten wahrscheinlich wieder mit dem Radlader-Cosplay. Den ich mir auch nochmal wieder gucken, ob ich muss ich sehen, dass wir das nochmal wieder hier reinkriegen. Wir hatten ja eigentlich einen eingefahren, der dann auch gut funktionierte. Mit der Zeit. Hat ein bisschen gedauert. Aber irgendwann hat es funktioniert. Ups, vorsichtig. So, unser Maisfeld wartet. Noch ein bisschen. Bis morgen.
denn heute? Werden wir jetzt die Ballen noch sammeln? Und ja, sagt, oh, Viertelstunde schon rum. Ja, Viertelstunde schon rum. Aber was machen wir noch, ne? Ballen sammeln machen wir noch. Denn, wie gesagt, heute Abend keine Zeit für Stream, morgen auch keine Zeit für Stream. Die Trailer lassen wir erstmal hier stehen. Weiterhin im Doppelgespann, aber ganz praktisch. Und nicht abkoppeln. Können wir bestimmt mal wieder brauchen. So, auf den Strohsammelanhänger. So, und den Stroh sammeln. Wie ist es mit dem noch? Aktuell Quaderbein. Arbeitsmodus anschalten ist auch bei dem X. Kriegen wir fast alle Ballen, kriegen wir auf eine Anhängerladung rauf, ne? Zack. Zack. Ja, okay, man muss schon da dran fahren, ansonsten klappt es nicht. Ich sammle die Ballen gerade ein bisschen verwirrt auf. Könnte man meinen. Ich fahre ein bisschen zu schnell. So, noch eine Reihe um drauf. Komisch, dass er erst vorne alles lädt, aber dann anfängt, das in der Reihe zu laden. Die Reihenfolge der Ballen ist ein bisschen verwirrt. So wie ich verwirrt die Ballen einsammel. Optimal. Und jetzt finde ich eben, jetzt hat hinten auf jeden Fall noch eine Ladung mehr raufgepasst. Kann man natürlich machen, muss man einfach in die Programmierung reingehen und oben nochmal eine Ladung machen. Zumindest 6, 7 könnten wir noch mehr raufpacken, finde ich. Dann können wir schön 40 Ballen mitnehmen. So passt nichts mehr rauf und wir müssen das jetzt wegbringen. Im Stall wollte ich das reinkippen. Ja, wir haben natürlich letztes Mal alles zugemacht hier. Passt ja auch nicht so schick. Das passt nur, wenn es aufgeklappt ist. Warum geht denn das über so einen komischen? Naja. Gut, haben wir noch eine Kleinigkeit, einen Schönheitsfehler entdeckt. Auch schön. Oder auch nicht schön. Wenn die Tore zu sind, der klappt nicht richtig irgendwie im 90-Grad-Winkel scheinbar. Der klappt so ein bisschen versetzt. Versuchen wir uns mal an den Kühen hier vorbei zu quetschen. Ach, hier liegt ja sogar noch so viel Stroh. Dann kriegt er jetzt noch ein bisschen mehr, ne? Also langfristig gesehen genug Stroh hier drin. Ja, auf die Seite, das passt schon, ne? Das gleiche müssen wir dann auch mit Gras mal machen. Das kommen wir jetzt hier überhaupt wieder raus, jemals. Rückwärts vielleicht einfach so, wie wir reingekommen sind, oder? Ja, da fährt Lelly gerade durch die Gegend. Auch die Kuh läuft einfach durch die Ladefläche, kennt sie ja nix. So, haben wir geschafft.
So, jemand passt auf, dass keiner wegrennt. Und wir holen nochmal schnell hier drüben die letzten drei Ballen. Vier Ballen. So, machen wir mal hinter mir die Tür zu. Tor, die Tür, das Tor. Guck noch mal genau, wie weit die eigentlich hier entfernt sitzen. Okay. Also der Pfahl müsste danach hier noch mal deutlich rüber. Und man muss einfach gucken, dass es ein bisschen besser schwingt. Auf der rechten Seite funktioniert alles, ne? Da schwingt das ordentlich. Ja, da schwingt es halbwegs ordentlich. Das ist ja mal das andere. Aber das gefällt mir auch nicht. Muss ich mir mal aufschreiben hier. So, ja, muss das mal alles Mögliche nochmal aufschreiben, was mir da sonst gerade einfiel. Wird ja nicht so viel Zeit muss sein. Abladen nach hinten machen wir das, glaube ich, einfach. Ach so, die Platte, da jetzt sieht man sie ab und an, weil man sieht die Platte nach hinten immer irgendwie nicht. So, ach Quatsch. Abladen, Taste Z. Okay, haben wir nicht abgeladen? Ach doch, haben wir abgeladen, aber nicht richtig. Schmeißen wir die so hier rüber. Auf jeden Fall haben die Kühe langfristig gesehen mehr als genug Strom. Strom, sage ich. Stroh. Wie komme ich denn gerade auf Strom? So. Das sind natürlich nicht alle Strohballen hier im Strohtrigger. Gucken wir mal kurz rein nur bei den Kühen. Die müssten mehr als genug Stroh haben. Ja, Stroh ist voll. 114 Kühe haben wir. Kraftfutter wird tatsächlich bald eng. Also es... Wir können es riskieren, dass wir sagen, okay, komm. Wir versuchen es erst nochmal Mais zu häckseln und dann kümmern wir uns erst um Kraftfutter nach dem Motto, ach komm, so schnell verhungern die Tiere schon nicht. Gut, liebe Leute, die Folge heute ist ein bisschen länger geworden. Wie gesagt, als kleine Mini-Entschädigung. Es gibt heute Abend keinen Stream. Ach, es wird bös neblig. Und deswegen gehen die Lampen hier an. Ich wundere mich gerade schon. Ja, morgen, ne? Gibt es auf jeden Fall nochmal wieder zwei Folgen Maishäckseln. Mal gucken, ob wir es übers Wochenende kriegen. Vier Folgen haben wir ja Zeit, um ein kleines Maisfeld da vorne zu ernten. Wir müssen nochmal wieder ein bisschen Crossplay da einfahren. Das habe ich die falsche Halle genommen, ne? Eigentlich standen die anderen Trailer hier drin, aber nicht ganz so schlimm. Aber es ist schlimm, wenn das so schief hier drin steht. Das gefällt mir nicht. Strohsammeln haben wir auch erledigt, also wir müssen jetzt nur noch das Maisfeld ernten und dann können wir auf Map-Version 2.2 umswitchen. Einmal die Fruchtsorten zurücksetzen, haben wir natürlich das Glück, dass einige Felder dann wieder bepflanzt sind, wir selber wieder gar nicht groß anpflanzen müssen. Aber gut, das ist der Vorteil des Mod-Mappens, dass man immer zwischendurch mal wieder zurücksetzen muss und wieder neue Fruchtsorten hat. Aber auch damit, seht ihr, sind wir noch nicht reich, wir haben noch nicht alle Felder, wir haben noch viel vor. Ich danke euch fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Mit einem kleinen Like würdet ihr mich unterstützen und wenn ihr dabei bleibt, freue ich mich natürlich. Bis dahin und tschüss.